Von mir nochmal herzlich willkommen zur Vorstellung von Trends im Kundenservice, wie wir sie sehen. Also Dinge aus dem Trendbarometer, das ich Ihnen gerne vorstellen möchte, und auch noch weitere Impulse von Dingen, die wir gerade im Markt verfolgen, wo wir sagen, das sind spannende Dinge, über die lohnt es sich zu diskutieren, Ihnen vorzustellen. Aber wir fangen natürlich an mit dem Trendbarometer, das Sie sehr interessiert. Wir haben das zusammen entwickelt als mehrere Partner. Das hat nicht die O'Donovan alleine gemacht, die ich heute hier vertrete. Wir machen das zusammen mit dem Institut, dem Rainer Kolm, für die iService-Initiative. Und die gesamte Technologie stellt uns zur Verfügung. Die Firma Confirmit mit Dapresi oder Forstar, könnten Sie sie auch im Markt kennen, sodass wir gesagt haben, wir packen unsere unterschiedlichen Expertisen zusammen, um die richtigen Fragen zu haben, um die richtig gute Darstellung für Sie zu finden, damit wir allen möglichst hohen Mehrwert rausfinden, wenn wir unsere Sicht auf den Markt, wenn wir unser Wissen teilen. Rechts habe ich einen kurzen Auszug daraus mitgebracht. Das wollte ich Ihnen aber jetzt hier nicht vorstellen, denn ich gehe auf die einzelnen Dinge, die wir fragen, im Laufe des Vortrages näher ein. Aber ich möchte an der Stelle Ihnen auch sagen, wie kommen Sie denn dahin? Der Rainer Kolm hat ja gerade seine Website gezeigt und netterweise hat er die eine Seite ausgespart, auf der tatsächlich das Kundenservice-Trendbarometer ist. Da gibt es zwei Knöpfe. Den einen drückt mit den Drücken auf Jetzt teilnehmen, dann kommen Sie in die Befragung des zweiten Halbjahres, wo wir Sie kontinuierlich befragen und jedes Halbjahr machen wir eine Abfrage und machen eine Auswertung, die ich Ihnen heute präsentieren darf. Und wenn Sie weiter nach unten gehen, auf dieser Seite finden Sie auch noch die Ergebnisse des zweiten Halbjahres in einem Dashboard. Das heißt, das, was ich Ihnen zeige, können Sie sich über diesen Link und über den Knopf, der hier steht, auch direkt immer real-time, wie es so schön heißt, anschauen auf der Seite. Und Sie können dort auch filtern nach unterschiedlichen Einstellungen, die wir hinterlegt haben. Das heißt auch, Sie müssen nicht immer auf mich warten, aber ich versuche heute den Mehrwert Ihnen zu geben, indem ich meine Meinung zu den nackten Zahlen mitgebe, damit wir zu Fragen, zu Informationen kommen. Wer bin ich? Sie haben mich gerade kurz im Kamerabild gesehen. Unternehmensberater seit 22 Jahren mit einer Passion für richtig guten Kundenservice. Und damit mit einer Abneigung gegen schlechten Kundenservice. Deswegen habe ich irgendwann beschlossen, nach 6 Jahren bei der Deutschen Bahn, das bei mehreren Unternehmen zu versuchen, durch den Blick, durch die Kundenbrille, besseren Kundenservice, bessere Kundenbindung zu erzeugen. Bei ehemaligen Staatskonzernen, da war ich eben auch sogar angestellt, bei großen Konzernen, bei Start-ups, quer durch die Bank, die gucken wir uns immer gerne an. Wie funktioniert denn das gesamte Thema Kundenkontaktmanagement? Können wir uns damit beim Wettbewerb differenzieren oder machen wir genau das Gegenteilige und verlieren dadurch Sachen? Aber das reicht auch schon mit dem Foto. So gerne schaue ich mich auch gar nicht an. Meine Frau hat mir aber erlaubt, das zu zeigen. Sie hat gesagt, das ist eins, wo du noch ganz okay aussiehst, Matthias. Und ich zeige mal mittendrin ein. Die erste Frage, die wir Ihnen stellen und die wir auch ausgewertet haben, ist die Frage, was ist denn die aktuelle Strategie für Ihr Contact Center, für Ihren Kundenservice? Da haben wir 4 Items zur Auswahl gegeben, natürlich auch sonstige immer gerne. Aber was ich sehr, sehr spannend fand, dass der vergleichsweise neue Begriff, den wir eingefügt haben, die Entwicklung zum Value Center, gleich von 0 auf 1 gerast ist. Sie sehen dort den Wert auf einer Skala von 1 bis 5, hat das in der Bewertung der Teilnehmenden eine 3,9 bekommen. Was dahinter seht in Klammern, wäre der Wert des Vorjahres. Die ersten beiden, die haben wir beide neu übernommen und sie sind auch gleich auf Platz 1 und 2 gerannt. Warum finde ich das so spannend? Weil ich glaube tatsächlich, dass dieses Thema des Value Centers etwas ist, was uns in den nächsten Jahren sehr gut begleiten kann. Also welchen Wertbeitrag bringe ich als Contact Center für das Unternehmen? Was habe ich da für Ideen? Was könnten gute Maßnahmen sein? Da habe ich rechts Ihnen ein paar mitgebracht. Und ich glaube, das erste ist mal der große Unterschied zwischen einem Value Center und dem Versuch, dem einige von uns doch immer wieder hinterhergehangen haben, zu sagen, ich will ein Profit Center werden. Ich will Up- und Cross-Selling vor allen Dingen im Kundenservice machen. Das kann man machen, aber ein Profit Center tatsächlich habe ich im Kundenservice selbst sehr, sehr selten gesehen.
Ja, man kann die Kosten, die man hat, vielleicht zum Teil wieder durch Umsätze reinholen. Aber ich finde es viel spannender, wenn man sagt, wir leisten einen Wertbeitrag über andere Dinge. Denn wenn man partout Sales im Service pusht, hat das manchmal auf Kundenbindung und auf Wert für Kunden auch schlechte Auswirkungen. Was können also Ideen sein? So die erste Rubrik kann man, die man eher mit Bordmitteln schon machen kann, ist eine Art Bestätigung der Kaufentscheidung, dem Kunden nach dem ersten Mal nutzen oder nach der ersten Rechnung proaktiv aus dem Kundenservice heraus bestätigen, dass doch er ein tolles Produkt gekauft hat. Und wenn er es richtig einsetzt, und das ist der zweite Punkt, die Aufklärung über weitere Produktfunktionen oder die Verbesserung des Produkteinsatzes, wie er dann noch mehr Wert aus dem Service, aus dem Produkt herausholen kann. Und das sind Dinge, die kann ein Kundenservice sehr gut leisten, denn Produkte zu erklären, war schon immer unsere Welt. Und Kunden dabei zu helfen, zu sagen, bleib bei uns, du hast die richtige Kaufentscheidung getroffen, ist auch etwas, was wir schon sehr, sehr lange praktiziert haben. Unten drunter die zwei Punkte sind für mich so nächste Schritte, ist vielleicht auch etwas gewagter, aber für mich nur konsequent, weil man sagt, ich leiste meinen Teil zum Wertbeitrag, dann ist es auch die Frage, wie helfen wir den unprofitablen Kunden, die wir bedienen, vielleicht einen Anbieter zu finden, der besser zu ihnen passt. Das Offboarding ist vielleicht ein sehr technischer Begriff, aber statt uns immer wegzuducken und zu sagen, die Kunden sind uns nicht viel wert, wir geben sie auf Kontaktvermeidungsstrategien oder wir antworten einfach nicht, warum nicht offen damit umgehen und sagen, lieber Kunde, ich glaube, in der aktuellen Situation passt es zwischen uns beiden nicht. Wenn wir wieder die richtigen Produkte für dich haben und du auch wieder Spaß an unseren Produkten hast, dann kommen wir sicherlich wieder zusammen. Also ein Offboarding auch sehr offen und sehr herzlich zu machen, um die Chance zu haben, dass es später wieder ein Onboarding eines Kunden gibt. Und unten drunter auch noch das Thema Aufbau von proaktiven Services für ausgewählte Kunden. Das ist ein Punkt, der, glaube ich, sehr viel Kontextwissen bedeutet, wo wir sehr genau überlegen müssen, was biete ich denn dem Kunden proaktiv an, weil ich dann genau Bescheid wissen muss, in welcher Situation ist der Kunde gerade. Da werden wir noch einiges an Daten sammeln müssen und einiges an Datenanalysen üben müssen, aber dann kann das kommen. Die Kollegen von Accenture haben tatsächlich da auch mal hineingeschaut und gesagt, was ist denn der Unterschied in dem Wirken auf durchschnittliches Umsatzwachstum. Und wenn Unternehmen sich selbst entscheiden, das ist ein Wertcenter, das ein Wertbeitrag misst, dann ist das Umsatzwachstum des Unternehmens 3,5 Mal höher, als wenn man Unternehmen betrachtet, die ihr Contact Center als Cost Center betrachten. Scheint in der Denke nicht nur gut zu sein, es scheint sich auch zu lohnen. Wir haben dann gefragt, wie sieht denn das mit den Kennzahlen aus, wenn ihr auf der einen Seite die Strategie verfolgt, wie messt ihr denn, ob ihr diese Ziele erreicht? Und die Statistik hat mich gefreut, dass wir tatsächlich an der ersten Stelle von Wichtigkeit, die gesehen wird, keine der Effizienzkennzahlen haben, wie Service Level, wie Erreichbarkeit. Die kommen an 2 und 3, aber an 1, und das mit weitem Abstand, steht eine Qualitätskennzahl, aus meiner Sicht zumindest. Es ist eine Qualitätskennzahl, die Erstlösungsquote, die First Contact Resolution Rate. Und das fand ich sehr, sehr gut. Was mich ein bisschen betrübt gemacht hat, ist, jetzt haben wir gerade gesehen, dass wir zielen auf das Thema Customer Value Center, aber der Wertbeitrag, den zu messen, also nicht nur als Strategie zu verkünden, sondern auch zu gucken, bin ich auf dem richtigen Weg? Das tun nur 6%. Und der Customer Effort Score für mich immer wieder eine gute Kennzahl, speziell für den Kundenservice, besser für mich als der NPS geeignet. Der rangiert sogar noch weiter unten, deswegen hat er hier nichts mehr aufs Bild gepasst. Aber auch ich lerne da von Ihnen vom Markt und sehe, was denn tatsächlich eingesetzt wird. Wer dann trotzdem nicht müde werden zu sagen, Wertbeitrag und Customer Effort Score, denkt doch bitte drüber nach, den einzuführen. Die nächste Rubrik, die wir haben, ist das Thema der Prozessverbesserung. Danach haben wir auch gefragt, was wird denn gemacht an Technologien, um Prozesse zu verbessern? Und das Trio ist vorne, ist seit mehreren Befragungen, seit mehreren Zeitraum vorne.
Self-Service ist aber jetzt inzwischen an Platz 1 gerutscht, weil die Automatisierung, das Thema der RPA, ist zumindest in der Bewertung dieser Teilnehmenden ein wenig zurückgegangen. Zurückruftechnologie kommt von relativ weit unten in der Skala, arbeitet sich aber in den letzten Jahren immer wieder nach vorne. Die Technologie wird besser und ich glaube, auch Unternehmen können das Thema Rückrufe inzwischen besser greifen mit ihrem Workforce Management, mit dem Gedanken, der dahinter steht, sodass das tatsächlich einen großen Anstieg erhalten hat. Tatsächlich unten sieht man Dinge, die scheinen aus meiner Sicht von Herstellern gewollt zu sein. Vielleicht auch eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben werden muss, aber die scheint bei Ihnen als Verantwortliche vom Customer Service noch keine große Rolle zu spielen. Sowas wie Automated Real-Time Adherence, also die technologische Steuerung im Intraday zu sagen, wer ist in welcher Line und die Maschine rechnet das und setzt Menschen automatisch von Mail in Call oder von der einen Line in die anderen Line. Das kommt noch nicht. Die virtuellen Assistenten sind auch noch relativ weit unten. Ich bin gespannt, was so die Antworten auch in den nächsten Wochen und Monaten ergeben werden, wie sich das Bild bei der Prozessverbesserung ändert. Ich glaube, da steckt noch Musik drin. Ich habe Ihnen dazu mitgebracht, um nochmal zu sagen, das ist jetzt eine Dachbefragung, weil wir sie in deutscher Sprache machen, gehen wir davon aus, dass wir nicht so viele Antworten aus dem außereuropäischen Ausland haben. NTT hat 2021 einen sogenannten Global Experience, Custom Experience Benchmark gemacht. Und die haben aufgeteilt, was genau sind denn so technologische Dinge. Ich finde hier immer ganz spannend, dass wir zwar viel über KI und künstliche Intelligenz reden, auch gerade bei Bots, aber an Platz 1 ist das Thema der regelbasierten Bots. Das ist das, was Menschen jetzt, und zwar hier bei den Befragten 48,8%, da ist die Grafik etwas verrutscht, glaube ich, bei der Auswertung bei den Kollegen. Also die regelbasierten Bots sind an erster Stelle, wenn man sich das im internationalen Vergleich anguckt. Augmented Reality kommt relativ weit hinten und auch die Bots, die über künstliche Intelligenz lernen, sind dann Platz 3, aber noch nicht so weit oben, wie es vielleicht erwartet wird, wenn man guckt, wie sehr doch KI im Zusammenhang mit Bot ein Hype ist in unserer Industrie. Auf beiden Seiten kam auch der Begriff der Hyperautomation vor. Was verstehen wir darunter? Es ist die Idee, dass inzwischen durch die Kopplung von mehreren verschiedenen Robotern viele Prozesse komplett ohne Menschen erledigt werden können. Das ist so die Theorie und das ist auch das, worüber man diskutieren kann. Der Kunde gibt seinen Input, es findet eine Kommunikation oder eine Datenerfassung statt, vielleicht über unseren Voiceboard. Und danach übergibt er das Ganze an den Robotic Process Automation Prozess. Der bearbeitet die Informationen, der überlegt eine Reaktion und am Ende geht in irgendeiner Weise vielleicht eine Mail, ein Brief oder was auch immer raus. Ich glaube tatsächlich, wenn ich die Projekte anschaue, die wir tun, soweit sind wir noch nicht. Ich brauche noch den Menschen, der vor allen Dingen das Thema des Kontextbewertens macht. Also in welchem Zusammenhang kommt der Kunde hier an? Was muss ich noch berücksichtigen an Ideen? Ich glaube, dass die Menschen immer noch dazu da sind, mindestens einen kognitiven Wertbeitrag zu bringen, also diesen Kontext zu sortieren und über Erfahrungswissen, was noch nicht in der Maschine ist, den Prozess zu beschleunigen und damit dem Kunden zu helfen. Und ich glaube, was uns noch aus meiner Sicht recht lange begleiten wird, ist der emotionale Wertbeitrag. Bots, die keine Ironie verstehen, haben wir ständig, aber Bots, die auch empathisch agieren, all das wird kommen und im Zweifelsfalle, wie immer bei Vorhersagen über die Zukunft, schneller als ich in meiner linearen Denke mir vorstellen kann, aber es wird trotzdem noch eine Weile brauchen. Und diese zwei Wertbeiträge, kognitiv, kurzfristig und emotional, mittel- bis langfristig, die werden wir noch eine ganze Weile sehen. Ich glaube, das spiegelt sich auch in den Zahlen unseres Cockpits wider. Denn wenn wir uns anschauen, wie erwarten Sie denn die Entwicklung der Mitarbeitendenzahlen, dann ist es ein sehr uneinheitliches Bild. Wird in etwa gleich bleiben, sagen 41%, leicht sinken, sind 29, leicht
Nee, Entschuldigung, sind 18, die Anzahl wird leicht steigen, sind 29, also es ist durchaus ein sehr breit gefächertes Bild. Und ich glaube, da müssen wir uns noch, werden wir noch sehen, wohin uns das Ganze treiben wird. Also, dass der Kollege Bott komplett die Menschen ersetzt, daran scheinen zumindest alle, die hier geantwortet haben, nicht zu glauben. Was aber dazu kommt, und das ist dieses Thema vielleicht kognitiver und emotionaler Wertbeitrag, aber auch neue Stellenbeschreibungen, um diese Mensch-Maschine-Kommunikation zu optimieren. Es wird neue Fähigkeiten geben. Unter sonstigen haben die Kollegen, die geantwortet haben, die alten Fähigkeiten genommen, aber sie sehen, dass es Punkte gibt, die sehr, 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 sehr wichtig eingeschätzt werden von den Teilnehmenden an der Befragung. An Platz 1 mit einer 4,0, auch hier wieder auf der Skala von 1 bis 5, ist das Thema der Resilienz. Das finde ich sehr spannend. Ich halte es für ein sehr wichtiges Thema, aber dass es doch schon so stark betrachtet wird von allen, freut mich sehr. Und auch die emotionale Intelligenz ist an zweiter Stelle gelandet. Und das sind die beiden Punkte, von denen ich ja auch glaube, dass sie diesen emotionalen Wertbeitrag ausmachen und dass sie uns eine Weile begleiten werden. Was ist da meine These? Ich glaube, wenn diese Hyperautomation kommt, dann werden unsere Mitarbeiter immer mehr die emotionalen Auffangbecken, die emotionalen Kommunikationsexperten mit unseren Kunden werden. Ich glaube, dafür brauchen wir dann das richtige Werkzeug in Schulungen. Ich glaube, wir brauchen vielleicht eine gute Analyse von Gesprächsverläufen, um zu sagen, jetzt verlässt du aber das Businessgeschäft und jetzt gehst du ins Private, aber Kunden, denen der Roboter alle sachlichen, fachlichen Informationen geben kann und die trotzdem noch bei einem Menschen ankommen, die kommen dort an, weil sie auch ganz andere Bedürfnisse haben, als nur die eine Frage gelöst zu bekommen. Das gibt es schon seit sehr, sehr langer Zeit. Also ich glaube, die Menschen, die an der Whiskas Hotline sitzen, die kennen das schon, seitdem es diese Hotline gibt, dass natürlich der Anruf kommt, was ist denn in Whiskas drin? Aber dass die 8 Minuten durchschnittlicher Gesprächsdauer auch dadurch kommen, dass der Mensch am anderen Ende sehr viel von seiner Katze erzählt, weil er jemanden sucht, mit dem er reden kann. Das ist in Zeiten dessen, dass wir immer mehr online bestellen und in der Pandemie zu Hause waren, nicht zurückgegangen. Ich glaube, das wird ein Trend, wo wir unsere Mitarbeitenden und in so Teamleiter darauf vorbereiten müssen, zu sagen, hier an der Stelle verlassen wir den Geschäftskontext, lieber Kunde, das möchte ich nicht. Oder aber auch zu sagen, ich mache daraus ein Geschäftsmodell, und ich glaube, dass ich Kunden sehr gut binden kann, wenn ich mich auf diese Emotionalität einlasse. Was brauchen Mitarbeiter? Was ist, haben wir gefragt, wie und findet die Unterstützung statt? Und da ist seit Jahren das Thema des Wissensmanagements ganz weit oben. Und das Thema der Weiterentwicklung von Mitarbeitenden, das hebt aus unserer Erfahrung gerade ab in Konzernen und in Unternehmen. Da kommen viele neue Ideen, wie Learning Experience Plattformen aussehen können. Wie kann man Micro-Learnings machen? Wie kann man Mitarbeiter eben aber auch auf Resilienz oder ähnliche Dinge, auf emotionale Intelligenz ausbilden oder darin weiterbilden? Ich glaube, da steckt eine Menge Musik drin, um dann auch Mitarbeiter zu binden und nicht alle 2 Jahre neue Mitarbeiter für einen Kundenservice zu suchen. Also, Wissensmanagement ist ganz weit oben und wenn Sie sich intensiv mit der Weiterentwicklung ihrer Mitarbeitenden beschäftigen, dann sind sie, glaube ich, auch auf einem sehr guten Weg. Ich habe mal so 2 Beispiele, weil ich glaube, dass das ganze Thema durch das Distanzarbeiten in Homeoffice-Varianten oder Ähnlichem immer wichtiger wird. Es gibt zum einen technologische Tools zur Unterstützung von Mitarbeitenden. Das habe ich Ihnen auf der rechten Seite mal gezeigt. Da gibt es sogar eine App, die auf Basis von Daten empfiehlt, wer jetzt beispielsweise ein Coaching braucht, wer eine andere Art von Ansprache braucht, wer vielleicht auch mal früher nach Hause gehen sollte. Ist noch sehr nah an der Forschung, aber ich finde es ein absolut spannendes. Und links habe ich Ihnen einen Auszug mitgebracht aus einem Schulungsprogramm, in dem Mitarbeiter sich selbst steuern, sich selbst entscheiden lernen. Und wir gerade im Kundenservice es schaffen, Mitarbeiter, die 8 Stunden lang vielleicht nicht so angenehme Gespräche an der Leine hatten, nicht mehr sich als Opfer fühlen zu lassen, sondern ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, wie sie trotzdem in dem Rahmen ihrer Möglichkeiten zu Gestaltern werden können.
Auch ein sehr spannendes Thema, was viele Unternehmen beschäftigt, weil sie einfach sehen, wir müssen Mitarbeiter halten und der Job im Kundenservice wird anspruchsvoller. Eben auch genau durch das Thema Homeoffice, das haben wir auch gefragt. Wie sieht es denn mit dem Homeoffice aus in Ihrem Kundenservice, im Unternehmen? Und da sieht man 47% individuelle Regelungen pro Mitarbeiter herrschen vor. Ein komplettes Homeoffice ist an zweiter Stelle. Und dann kommen 2 bis 3 Tage die Woche im Homeoffice. Also ich glaube, die Zahnpasta kriegen wir nicht mehr in die Tube. Wollen wir, glaube ich, auch gar nicht, weil es auch viele Benefits gebracht hat. Aber Homeoffice ist als Teil der gesamten Arbeitswelt, die wir Mitarbeitenden im Kundenservice anbieten, da. Und es wird da bleiben. Und ich glaube, wir tun alle gut daran, wenn wir ein anderes Zusammenarbeitsmodell auf der Basis entwickeln. Das zeigt sich dann auch in der Frage der tatsächlich technischen Infrastruktur. Remote Call Center Agents sind das, was die Teilnehmenden an der Studie am meisten beschäftigt hat. Videokommunikation ist relativ weit unten gelandet. Ich glaube, da sträuben sich immer noch viele Mitarbeitende und viele Kunden, das zu machen. Scheint sich aus unserer Sicht nicht durchzusetzen, weil es schon in den letzten 4 Durchläufen relativ weit unten gedümpelt ist. Und Messenger-Dienste geht so langsam zurück. WhatsApp, Apple Business Chat. Vielleicht ebbt aber auch nur der Hype ab. Das ist das, was ich in den Gesprächen mit dem Markt feststelle. Und stattdessen überlegen Unternehmen, wie kann ich es denn wirklich im Business einsetzen, die Messenger-Dienste. Das ist ja nochmal ein Unterschied zu dem, wie es vorher vielleicht eher durchs Dorf getrieben ist, mit jeder muss doch mal einen WhatsApp-Service-Kanal auch noch anbieten. Was neu kommt, was wir noch nicht in der Befragung haben, weil es, glaube ich, ein sehr, sehr neuer Trend ist, aber ich wollte es Ihnen mal mitgeben, die Möglichkeit, die mobilen Endgerätfunktionen des Kunden, des Anrufenden zu nutzen. Also die Idee, dass der Mitarbeiter im Contact Center sich beispielsweise auf der Kamera des Mobilfunktelefons aufschaltet, das habe ich Ihnen hier mal mitgebracht. Also die Chance im Helpdesk, im Homeoffice zu sagen, kann jetzt ja nicht hingehen und sagen, ob das Kabel richtig angesteckt ist, aber ich kann mich vielleicht auf die Kamera des Diensthandys des Kollegen aufschalten oder der Kollegin und sagen, halt das mal so, bitte, dass ich sehen kann, ob die Steckerverbindung richtig ist. Und schon muss man nicht herausfahren. Das kann man aber auch in Kundenkontexten machen, im B2B, dass der Handwerker auf einer Baustelle Bilder überträgt von der Baustelle, um zu zeigen, wo genau die Herausforderung ist, wenn man gerade an einer Wand bohren möchte oder einen Fußboden verlegt. All das kann man unterstützen in der synchronen Kommunikation, indem man die Kamerafunktion noch dazu nimmt. Ich glaube, das ist ein echter Mehrwert. Das kann auch zu wesentlich höheren Erstlösungsquoten führen. Also die Zahl, die Ihnen allen, die Sie geantwortet haben, sehr wichtig ist, kann damit eher noch steigen. Also ich finde, das ist ein Thema, das sich je nach Ihr Geschäftsmodell lohnt, dass man sich damit beschäftigt. Die ganzen Punkte, die Sie gesehen haben an der Technologie, und wir fragen natürlich immer organisatorische Dinge, Unternehmensdinge und Technologie ab, die zahlen auf alle Punkte des Customer Service Excellence Kits ein, also all der Funktionen, über die wir immer reden, wenn wir sagen, wo macht es denn Sinn zu automatisieren, was macht einen digitalen Kundenservice aus, dann schauen wir uns in 4 Themenbereichen einige Unterpunkte an und all diese Dinge, die Sie gerade gesehen haben, zahlen an unterschiedlichen Bereichen darauf ein. Das heißt, ich glaube, in Summe wird der Kundenservice in sich digitaler. Das zeigen uns die Antworten auf alle Fälle. Es gibt aber auch Hürden, tatsächlich. Vor allem die fehlenden Kapazitäten, aber auch die fehlende Systemintegration und unklare Strategie. Das sind die 3 Punkte, von denen Sie uns gesagt haben, das sind zurzeit noch unsere Hürden. Gar nicht so sehr die unzureichenden Fähigkeiten, was Sie weiter unten sehen, sondern wir haben nicht genug Leute, um all das zu tun, was wir da gerade an Trends sehen. Und die Systeme funktionieren immer noch in Silos, es sind immer noch nicht, jetzt wieder aufs Customer Service Excellence Kit gekommen, es ist immer noch nicht so, dass wir alle funktionalen Bausteine zusammen wunderbar verbunden hätten. Es gibt also noch was zu tun, aber Sie sehen die Hürden, glaube ich, und damit lohnt es sich auch, diese
Projekte zu starten, um die strategischen Ziele, aber auch die Ziele im Bereich der Organisation und Technologie zu starten. Ich ende mit dem Chart, mit dem ich angefangen habe, zumindest fast. So geht es dahin. Wie üblich, je mehr Teilnehmende wir haben, desto valider ist die Aussage, desto mehr können wir in die Diskussion gehen. Ja, freue mich, wenn Sie dahin surfen, wenn Sie daran teilnehmen. Und wenn Sie Fragen haben, dann haben Sie meine Kontaktdaten. LinkedIn ist begeistert, der Rainer Kolm kann mich auch immer gut erreichen. Aber vom Vortrag her bin ich jetzt vorbei. Ja, Matthias.